Hallöchen Leute, ich heiße euch willkommen zu einer neuen Ausgabe des Let's Play Games Massacre Let's Play Edition. Ich verkacke irgendwie jedes Mal die Begrüßung. Naja, wie auch immer, dieses Mal mit Drawn to Life, der SpongeBob Schwammkopf Edition aus dem SpongeBob Games Massacre, welches ihr anschauen könnt, indem ihr hier draufklickt. Was ihr machen solltet, weil's cool ist. Okay, wenn ihr das nicht gesehen habt, fehlt euch vielleicht ein bisschen Kontext. Wie jedes Mal. Und insofern würde ich sagen, fangen wir an und besuchen den guten alten MOG-Man. Main Game. MOG, Start! Oh yeah! Das wird super. Und hier seht ihr... Gott, ich wusste gar nicht mehr, wie scheiße dieses Haus aussieht. Ja. Okay, das ist das Bild. Das sieht so scheiße aus. Das ist das Pilzhaus, in dem der MOG-Man wohnt. Das ist sein kuscheliges, flauschiges Bett. Und der kann übrigens auch auf dem Boden kriechen mit seinem, ja, linken bzw. rechten Arm, der absolut die richtige Länge hat. Ja. Gehen wir einfach wieder raus und machen einfach mal weiter. Und Thaddeus ist mein Partner in Crime, was auch immer mir das bringt. Ich mag Thaddeus, deswegen habe ich ihn einfach mal mitgenommen. Aber wo muss ich jetzt eigentlich hin in dem Spiel nochmal? Da rechts, oder? Ich muss da rechts rüber. Oh, Bikini Bottom. So schön. Da hinten alles zerstört und voller Qualm. Das gefällt mir. Das ist wie bei mir zu Hause. Eigentlich nicht. Da ist nur alles voller Qualm. Aber nicht zerstört. Meine Fresse, wie weit kann ich jetzt hier noch rechts entlang laufen? Ich habe auch so viel Fun. Oh, ich will Spaß haben. Okay. Bikini Bottom. Yay. Okay. Oh, Freizeitpark. Ich bin bereit dafür. Da hoch bitte. Da hoch. MOG-Man. Bikini Bottom Home. Achso, hier muss ich hin. Okay. Yeah. Ja, das war jetzt keine lange Vorbereitungszeit oder so. Das hat jetzt alles so gepasst. Wie euch nochmal zu. Okay. Achso, damit hau ich zu. Okay. Es war gar nicht so lange her, dass ich zuletzt gespielt habe, aber meine Fresse. In kurzer Zeit kann man sehr viel vergessen. Zum Beispiel, dass man auch nicht in der Luft zuschlagen kann. Was ziemlich kacke ist. Du blöde Qualle! Du stirbst. Ich habe keine Ahnung, was mir bringt, dass Thaddeus mein Partner ist. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht herausfinden. War mir eigentlich auch egal. Der Arsch-Checkpoint. Yay! Großartig, oder? Mhm. Großartig, ich weiß. Oh, und hier ist auch schon, pass auf, hier kommt jetzt auch schon das böse, böse, schmutzige Zeug ins Spiel. Weil ich hier das reinigen muss mit meinem Bleistift. Junge, Junge, Gameplay. So spannend, so spaßig. Können wir jetzt da drüben noch? Münzen! Good job! Ich bin bekannt dafür, immer einen guten Job zu erledigen, liebes Spiel. Aber das kannst du ja nicht wissen, denn du kennst mich nicht wirklich gut. Oh. Ja. Lassen wir es einfach mal unkommentiert stehen, okay? Da waren jetzt eben diese Plattformen. Und die waren halt da. Nicht mehr und nicht weniger. Das waren halt Plattformen, die wie Raketen aussehen. Und hallo, Mr. Krabs. Lass mich erstmal den ganzen Scheiß hier sauber machen. Sieht ja schrecklich aus. Und du übrigens auch in deiner Schale. Komm da doch mal raus. Raus mit dir. Raus. Raus. Hi. Hi. Achso. Der redet ja Englisch. Yay, ich habe einen Schlüssel. Hi, Mr. Krabs. Da ploppen die Raketenplattformen auf. Großartig. Einfach großartig. Und Quallen, die das Gameplay ganz und gar nicht ausbremsen, sondern wirklich ja, das Spiel in sehr vielen Hinsichten, oh Gott, verbessern. Okay, und das war jetzt ein böser Typ, den ich aufs Maul gehauen habe. Weil, warum nicht? Ja. Okay, wo will ich hin? Darunter. Ich glaube aber, das Ganze habe ich ja schon mal gemacht und die ganzen Verunreinigungen sind mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit auf dem Touchscreen da rumzumalen. Oh shit. Herz, danke. Ich will eigentlich noch zu den Kirby-Wolken kommen. Die waren ziemlich cool. Kirby-Wolken. Wo sind meine Kirby-Wolken? Böser Typ. Böse. Oh shit. Was zum... Okay. War ein Extra Life oder so? Ich habe keine Ahnung, das war sehr beängstigend. Oh Gott, warum war da auf einmal so ein MOG-Man-Kopf hinter dem Teil und hat mich so angestarrt? Das war nicht schön. Und dezente Slowdowns sind natürlich auch immer wieder großartig. Ah, stirb, Qualle. Blöde Qualle. Kann ich da hoch? Nee. Schalter. Bäm! Ah, klassisch, diese Plattformen. Absolut klassisch.
Da kann man nichts falsch machen mit sowas. So, was gibt's denn jetzt noch? Wo sind meine Kirby-Wolken? Kirby! Moment, die Thaddäus-Kiste. Brauche ich da Thaddäus, um die kaputt zu machen? Moment. Wenn ich jetzt so mache, dann und dann da drauf drücke. Okay. Okay, ja. Ich verstehe nicht ganz, warum Thaddäus so riesig ist, aber okay, ja, das war, ja. Das war's. Großartig. Geht's eigentlich nicht schnell, wenn ich die mit meiner Arschbombe kaputt mache? Yeah! Ihr müsst wissen, der MOG-Man hat ein gewaltiges Gesäß. Da wollt ihr nicht drunter landen. Das ist ganz unschön. Genauso wie die Slowdowns. Hör auf, Slow zu downen, Spiel. Finde ich nicht cool, finde ich nicht nett. Mache ich nicht mit bei sowas. Absolut unschön. Und Kaboom! Yeah, Kirby! Hi! Das sind meine Kirby-Wolki-Plattformies. Bezaubernd, oder? Mhm. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, einen extrem authentischen und realistischen Kirby zu zeichnen. Hi Kirby! Wie geht's dir? Okay, du siehst nicht gut aus. Ich glaube, ich lasse dich jetzt einfach mal in Ruhe da rumschweben. Ich glaube, er möchte auch nicht drauf angesprochen werden. Oder sie oder es. Also warum er sie es so hässlich aussieht. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Man sagt Leuten nicht, dass sie hässlich sind. Mhm, das ist nicht nett. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich beleidige ständig irgendwelche Leute. Aber in Wirklichkeit verletze ich damit nur ihre Gefühle. Oh, Schalter. Noch mehr Plattformen. Yay! Ich möchte aber lieber da rechts hoch. Los, Kirby! Danke, Kirby. Ja. An sich eigentlich ein nettes Spiel, weil man jede Menge Schrott zeichnen kann, aber... ist halt echt langweilig. Passiert hier halt nichts. Aber ich denke, ich im Video auch genug angesprochen. Alter, voll zermatscht. Aber ich glaube, das originale Drawn to Life ist schon ein gutes Stück besser als die SpongeBob Edition. Muss es ja. Ich meine, sonst wäre es ein Spiel, das ziemlich krass in der Masse untergehen würde. Ich meine, das mit dem Zeichnen ist jetzt nicht so krass gut, dass man darüber dann hinwegsehen könnte, dass es scheiße ist. Oh Gott, böser Kakerlakenmann. Stirbst du bitte? Stirbst du bitte? Ah ja, genau, und jetzt muss ich ihn wegradieren. Stirb! Tot. Genau, und das habe ich gar nicht gezeigt. Das ist die Leiche von diesem bösen Typen. Es ist ein Arsch-Smiley. Ist er nicht lieblich? Mhm, das ist er. Ja, das ist ein Arsch-Smiley. Radieren, radieren, radieren. Weg, 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 weg. Und noch ein Arsch-Smiley. Lieblich, lieblich, lieblich. Und das Ziel. Los, Schlüssel, sperr es auf. Und yay, 3-Kammer-Erdnuss-Ziel. Yay, ich bin so glücklich. Und die Hand. Ah, schön. Yay, ich habe irgendwas... Nice work, Doodlepants. Hey, Schuss, Punch. Halt die Fresse, Patrick und Mr. Krabs. Woohoo! Ja, was auch immer. Ich denke, ihr werdet den oberen Bildschirm in dem Fall jetzt sehen, weil unten ist nur Text, den ich sowieso skippe. Ja. Oh! Pick up to replace hearts in the game. Oh! Irgendwas, das dann die Herzen. Das finde ich großartig. Was nehmen wir da am besten? Ich würde sagen, erstmal muss ich die Farbpalette ändern auf Emoji-Farben. Das ist nicht Emoji-Farben, das ist Emoji-Farben. Okay. So, dann brauchen wir erstmal... Ich kann doch auch näher ran... Habe ich übrigens auch erst später gesehen, weil ich mir den Trailer genauer angeschaut habe. Hätte ich das mal früher gewusst, dass man so nah ranzoomen kann. Mann, dann hätte ich richtig krasses Zeug gezeichnet, kann ich euch sagen. Ja, machen wir einfach mal, was die Leben repräsentiert. Das ist natürlich, gibt's nichts Besseres als ein Typ mit einem Afro. Ganz klar. Er braucht natürlich auch Augen. Nee, das gefällt mir nicht. Rückgängig. Was auch immer. Ja, der sieht freundlich aus. Das ist ein netter Kerl. Und Punkt. Natürlich nicht Punkt, sondern Kreis. 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 Lieblich. Einfach nur lieblich. Malen wir den Kollegen noch eben an. Und dann habe ich schon mein krasses Leben-Replace-Item-Teil. Und rot, rot, rot. Das, meine Freunde, ist ein Ding, mit dem man wirklich gut seine Leben wieder auffrischt. Also, da kann man nichts falsch machen mit, seien wir mal ehrlich. Okay, ich bin zufrieden. Dum, 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 dum. Ich will das jetzt noch in Aktion sehen. Ruhe! Ich will nicht mit euch reden. Halt mir in Ruhe. Nein.
Naja, er lässt mich in Ruhe. Yay, wieder irgendwas gespeichert. Moment, diesmal möchte ich gleich nach links. Fun, yay, ich mag Fun. Bikini Bottom. Oh, ich kann da jetzt hoch. Yay. Yay. So, dann will ich mir jetzt mal eben meine Herzen anschauen. Da bin ich schon ganz heiß drauf. Ach, das sind meine Leben da oben, oder? Sind das die, die ich gerade gezeichnet habe? Warum fehlt dem das zweite Auge? Ja, es ist meine Lebensanzeige hier, die ich selber gezeichnet habe. Aber es denkt, wie ich finde, ganz passend. Ach, und hier kann ich jetzt wieder was Neues machen. Sehe ich das jetzt? Klar. So ein Waggon-Teil vom Riesenrad. Okay. Ja, ich bin fertig. Mal schauen, wie es im Spiel aussieht. Kann ich da auch einsteigen? Ach komm schon, ist das jetzt euer Ernst? Das sieht grotesk aus. Yeah! Na gut, meine lieben Freunde, das war's dann soweit mit Drawn to Life, der SpongeBob Schwammkopf Edition. Ja, das war's dann soweit damit. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wie ihr seht, der Emoji-Man, der ist richtig ready für Abenteuer. Aber nicht mit mir, mein Freund. Wir werden uns wahrscheinlich... Oh, sexy. Aber wir werden uns trotzdem wahrscheinlich nie wiedersehen, mein guter Emoji-Man. Voraussichtlich. Insofern würde ich sagen, leb wohl, mein Freund. Leb wohl. Und auch ihr. Gute Nacht.